Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe Post bekommen und das wollte ich euch mal zeigen. Das müsste eigentlich meine Bestellung von EverJE Crafts sein oder so ähnlich heißt der Shop. Da habe ich nämlich drei Sachen bestellt und ja, die möchte ich euch jetzt einmal mal zeigen. Ich nehme einfach jetzt mal das für den Anfang. Ich gucke mal, ob wir das aufkriegen. Ja, meistens sind die so fest zugeklebt, dass man die kaum aufbekommt. Ich hoffe, ich schneide jetzt nichts durch, was ich nicht durchschneiden sollte. So. Und dann schauen wir mal da rein. Also drei Bilder habe ich bestellt. Aber kleine Bilder. So, was wir schon mal sehen, ist... Fokus. 23 Farben, gegossener Kleber. Hier haben wir ein Toolkit, Pinkerstift, Wachs, grünes Schiffchen, runde Steinchen. Ich stelle euch mal ein bisschen heller. Das sind Acrylsteine. Die sehen aber gut aus. Ja, ich muss leider mit Licht filmen. Es ist schon wieder dunkel draußen. Heute ist schlechtes Wetter. Und zwar dieses Bild. Also die sind alle sehr, sehr klein. Das ist mir bewusst. Ich habe das trotzdem ausgewählt, um es mal zu testen, um zu gucken, wie es am Ende rauskommt. Um es auch einfach mal zu vergleichen mit dem Original. Und das ist einfach hier so eine Indianerin. Und ein Wolf. Ja, 23 Farben. Klebkraft ist okay. Das ist der Druck. Also wirklich gut zu erkennen, sehr klar. Das sieht ordentlich aus. Okay, kommen wir zum nächsten. Ich werde die dann auch wieder da reinpacken, weil die dann gut geschützt sind. Das schneide ich mal eben auf. Also seid immer vorsichtig, wenn ihr die aufschneidet, dass ihr nicht versehentlich in die Bilder schneidet. Hier oben. Weil das aufzureißen, hier wo das zugeklebt ist, geht meistens sehr, sehr schwer und zerreißt dann sowieso. Das ist, glaube ich, ein Mandala. Nee, das ist ein Teilbild. Gleiches Toolkit. Mit Strasssteinen. Und die Leinwand ist auf jeden Fall schon fester. Die fühlt sich fester an. Und wir haben hier sogar Sondersteine. Schaut mal. So schöne Blüten. Und hier so solche Formen. Und zwar ist das das Bild. Wir haben hier 12 Farben. Das ist 30×40. Und das ist hier so ein Hirsch. Den fand ich sehr, sehr schön. Der sieht richtig toll aus. Vor allen Dingen mit den Blumen. Ich meine, gut, das sind hier Winterblumen hier. Aber ansonsten finde ich jetzt nicht, dass das so... Also es ist auf jeden Fall schön farbenfroh, nicht so dunkel gehalten. Hier haben wir auch so Schneeflocken im Hintergrund. Die Leinwand glitzert auch. Die sieht natürlich jetzt sehr mitgenommen aus, aber wenn man die gerade hinlegt, dann glättet sich das wieder. Und ihr könnt auch das bügeln. Ne? Also das ist ja Flüssigkleber, da könnt ihr bügeln. Das Motiv ist richtig, richtig schön, das gefällt mir gut. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn die Leinwand nicht so feste gewesen wäre wie diese hier. Die ist deutlich weicher und biegsamer. Dann sähe es wahrscheinlich jetzt nicht so aus. Aber ich finde das ganz cool mit dem Glitzer, weil man das natürlich auf der Leinwand auch sieht, wenn man das jetzt ausschneidet. Wenn man fertig ist, dann würde man hier noch das Glitzer sehen. Also das finde ich gut. Für Weihnachten oder für die Weihnachtszeit, Winterzeit, perfekt. Klebkraft ist sehr, sehr gut. Und dann kommen wir schon zum letzten Bild. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was ich bestellt habe. Ist noch gar nicht so lange her, aber... Das scheint auch eine feste Leinwand zu sein.
Und zwar haben wir hier wieder das Toolkit. Genau das gleiche wie bei den anderen auch. Runde Steine, sehr viel Grautöne. Ich weiß nicht genau, ob man das in der Kamera gut erkennen kann. Sind auch Acrylsteine. Also sehr viel Grau- und Blautöne. Aber die Steine sehen wirklich gut aus. Da kann ich echt nicht meckern. Die sehen alle sehr schön gleichmäßig aus. Das Motiv ist 30x40 und ist das hier. Ja, das ist ein kleiner Drache. Man kann die Größen nicht auswählen. Die sind halt so. Das ist natürlich extrem verpixelt. Also ich denke, in der Kamera kann man das soweit erkennen. Aber das ist schon relativ schlecht zu erkennen. Also wenn es gepaintet ist, wird man da nicht so viel erkennen können. Aber ist nicht so schlimm. Hier kann man wieder wunderbar mit Mehrfachsätze arbeiten. Das ist nämlich alles W außenrum. Hier oben habe ich mal zwischendurch D. Aber ansonsten ist das alles eine Farbe. Obwohl hier habe ich auch noch ein R zwischen. Da kann man aber sehr gut mit Mehrfachsätze auch mal üben. Und dann kann ich euch einfach auch mal zeigen, was passiert, wenn ihr so kleine Bilder kauft. Also so ein Bild muss man mindestens in 60x60 nehmen, damit es halbwegs rauskommt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist, weil es ist durchaus hier noch zu erkennen. Die Frage, wie sieht es aus, wenn es fertig gepaintet ist. Aber das werde ich euch zeigen. Ich werde euch nämlich regelmäßig zeigen, was ich für Bilder gemacht habe in einem bestimmten Zeitraum und wie die Bilder dann noch aussehen. Das kommt mal darauf an, ob ich die Bilder noch da habe oder nicht. Entweder ja, schneide ich euch da ein Video zusammen, wo ich euch die Bilder zeige, oder ich schneide euch einfach die Fotos rein. Ja, da wird es auf jeden Fall immer wieder mal ein Video geben. Da sind auch schon welche online. 3 sind aktuell online, wo ich dieses Video drehe. Das 4. wird jetzt online gehen. Und ja, einfach da mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Und ja, ich würde sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Das ist kostenfrei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!